Hier brauche ich doch wieder Gemach und kein Eis, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, Versteinerung existiert. Oh, direkt dazwischen. Gut. Versteinerung existiert gar nicht, wenn man allein spielt. Wenn man nämlich mit mehreren spielt und alle versteinert sind, ist es automatisches Game Over. Du Idiot. Hau doch nicht ab. Weil, wenn alle versteinert sind, kann sich niemand für sich legen und den anderen heilen. Wie der Typ abgeht. Und wie der Typ einfach mal voll daneben trifft. Super Eisbeam. Wie soll das überhaupt funktionieren? Eisbeam. Ich strahle dich jetzt mit Energie an und dann frierst du ein. Okay, wenn es Antimaterie wäre oder sowas. Ja, es könnte sein, aber... Weil es ist in Wirklichkeit ein super gekühltes Gas, was einen damit trifft. So, ja, ich schieße jetzt mit flüssigem Stickstoff mit hier. Ja, flüssiger Stickstoff ist kein Gas, ich weiß. Der schießt auch gerne mit Elementen, habe ich das Gefühl. Und dann noch Gemach von seinen Kollegen. Aber der Golem, also am Anfang, als ich das erstmal gegen ihn gekämpft habe, richtig Respekt, aber inzwischen. Das ist dieser Angriff, ich kann einfach stehen bleiben und weiter aufladen. Seine ganzen Angriffe helfen mir im Sinne nur dazu, aufzuladen, um ihn weiter zu zerklappen. Ich ziehe ihm schneller Schaden. Ich ziehe ihm schneller was ab als er mir. Also. So, und ich kann mich einfach heilen und wieder. Ja. Das Spiel ist nicht das schwerste, ich gib's dazu, aber ich liebe es. Es ist toll. Bling. Neutral. Standby. Hey, müsste Rot dann nicht eigentlich für aufstehen? Oder war das die Vernunft? Vernunft on. Oh, Mogi, Vernunft aus. Vernunft aus, das kann ich bei einigen Leuten ab und zu mal auf YouTube immer beobachten. Ich sag das jetzt nicht. Da gibt's genug Meinungsvideos dazu. Und genug Hater und Hater und Hater. Ja, zum Glück hätte niemand diesen Baum. Also es wäre immer kommen und sein Tower klauen. Vor allem der immer genau dann runtertropft, wenn wir kommen. Ist das da hinten das Haus, wo ich war? Ja, das war das Haus eben da hinten. Wo nichts war, oder? Wo ich meinte, hey, hier waren Mayuke, die hier gelebt haben. Schönes Detail. Und so wäre auch dieses Jahr beendet. Und der Fluss ein bisschen auf den Nieren. Und keine Ahnung, wieso da die Grafik kurz abgespackt hat. Mal sehen, ob es in der Aufnahme drin ist. Wahrscheinlich ja. Wenn ich bedenke, dass ich bei den, das erste Mal, als ich die Dungeons gemacht habe, ewig gebraucht habe. Also so eine Stunde, 45 Minuten nur so für einen Dungeon. Ja, das waren jetzt 35 Minuten, aber wird immer schneller. Und mein Charakter wird stärker und die Monster sind schneller weg. Passt, guck mal. Was der für eine rote Bommel hat immer. Bitte sehr, guck mal. Und vor allem, wer ihn so angemalt hat. Ich mache das garantiert nicht bei meinen. Einen Brief von den Namen bekommen. Wer war überhaupt nochmal den Namen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja, doch, der, doch, das war der Selki, oder? Der Forscher Selki? Das Wasser hier hat einen hohen Anteil an Miasma. Wenn ich dieses Wasser in geringen Mengen zu mir nehme, müsste ich mich an das Miasma gewöhnen können. Dude, lieber nicht trinken. Das ist doch nun nicht die beste Idee, die du je hattest. Lieber nicht trinken und ich gebe ihm mal ein bisschen Geld, ne? Hast du für deine Forschung wieder... Nein. 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 Nicht so viel für deine Forschungen. Ich gebe dir mal 70. Ich bin ja sozial. Es bringt bei ihm wahrscheinlich kaum was, aber... bei der Familie wird es mehr bringen. Wegen Freundschaft erhöht und neue Sachen von ihr. Bei ihm ist das eigentlich scheißegal. Ich mach's trotzdem. Auf Wiedersehen, Kubo. Ich meine, er füttert uns immer mit vernünftigen Informationen. Da kann man ja auch mal nett sein, ne? Keinen Zauber benutzen. Ja, okay, Engel, ne? Hier keinen Zauber zu benutzen, ist ein bisschen blöde.
Stärke 1, Magie 1, Abwehr 2. Mondreif, Stärke 2. Beim Mondreif hätte ich eigentlich gedacht, dass es irgendwie Magie oder so ist, wenn ich das höre. Mondreif, Magie. Am egal. Einträge aus dem Jahr 5. Wir haben ihn getroffen. Den berüchtigten schwarzen Ritter. Wie ein Berserker schlug er mit seinem Waffe um sich und kämpfte gegen irgendetwas an, das zumindest für meine Augen nicht sichtbar war. Erschöpft sprach er davon, nicht aufgeben zu wollen, bis er seine Erinnerungen zurückerhält. Ja, auch seine Geschichte neigt sich langsam dem Ende zu. Nun steht es fest. Verdächtig sah er schon immer aus. Aber heute habe ich gesehen, wie er Amidati nach Strich und Faden über den Tisch zog. Er ist ein Betrüger. Und wieder folgte ein Gedicht. Es soll brennen der Pilz lichterloh, denn die Wüste ist Feuer und Zorn. Leben zerfällt und beginnt von vorn. Ob er sich als verkannten Poet sieht? Naja. Seine Gedichte haben uns auf jeden Fall sehr geholfen, auch wenn ich glaube, dass wir nicht alle hatten, als ich das gemacht habe. Aber ich war ja schon mal da. Graphics! Oh, das sieht so toll aus. Ich will das am liebsten auf 100% rennen, aber dann ist die Datei irgendwie 2 GB groß und das dauert lange zum Hochladen. Vor allem, weil ich das alles heute noch hochladen darf. Na, auf jeden Fall, die ersten Teil hiervon. Den langjährigen Forschungen der Yuko zufolge, die Monster aus der Puddinge anfällig gegen Hitze, weil dann ihr weicher Körper zerfließt. Zwar sind die Gründe unbekannt, jedoch scheinen sie gegen Gemach und Stopp und allgemein gegen Zeit beeinflussende Zauber resistent zu sein. Naja, es ist Gelatine. Ne? Gegen den schlimmsten der Puddinge ist man ohne Sanctus schon beinahe machtlos. Die königliche Karawane aus Alphitaria und die Karawane aus Mal stritten sich mitten auf der Kreuzung. Um die Vorfahrt. Naja, Deppen. Es gibt Fahrschule, Leute. Und Regeln. Offensichtlich gibt es auch unter den Lilzis so etwas wie Lokalpatriotismus. Die Landbevölkerung scheint sich nicht sonderlich gut mit den Stadtbewohnern zu verstehen. Nun ja, sie sind ja auch beinahe zwei unterschiedliche Welten. Zwei verschiedene Welten. Ihr wisst, was ich meine. Es steht da. Und Stills gehen. Silskin ist auch wieder da. Und wieder trafen wir auf die Streifenräuber. Dieses Mal kreisten sie uns strategisch ein und verlangten voller Übermut, dass wir ihnen unsere gesamten Wertgegenstände überlassen. Es ist zwar nicht unsere Art, aber dieses Mal gingen wir mit brachialer Gewalt vor. Hoffentlich ist dem Amori nichts Ernsthaftes geschieht. Etwas geschieht. Na, er ist zum Stern geworden. Das ist ein bisschen Atmosphäre verglühen und so weiter. Ihr habt ihn ja noch komplett überfahren. Also ihm wird's gut gehen. Morgen sind hart nehmen. Eine bekannte Stimme rief uns. Es war Amidati, der uns auf dem Strip zuwinkte. Er zeigte auf ein Bauernboot und erklärte, dass dies eine täuschend echte Nachbildung unserer Welt sei. Nicht wissen, was er damit eigentlich ausdrücken wollte, stimmte ich ihm vorsichtshalber zu. Aber Moment mal. War das nicht dieses Brot, das Gadi ihm verkauft hatte? Wir trafen auf die königliche Karawane aus Alphitaria. Herr Solrak war immer mehr als besorgt, als er sah.
dass sich kein einziger Lilithium von uns befand. Wo die goldenen Zeitalter der Lilithis doch schon längst vorbei sind. Naja. Ich spiele zwar nur mit Lilithi, aber das war, als ich mit Evenji gespielt habe. Aber wenigstens schenkt er uns aus Sorge einen Gegenstand. Ich frage mich, ob sich die anderen auch so erniedrigt vorkamen. Ich fand's zum toll. An einem Ort namens Katurigesmin bezwangen den Ohrkönig und erhielten einen Tropfen des Murrethaus. Es war ein recht harmloser Kampf und wir hatten sogar Zeit, eine kleine Pause einzulegen und die Landschaft zu genießen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker gegen die Monster schlagen würden? Mann, die Textgeschwindigkeit ist viel zu langsam. Ich kann ja auch nicht höher stellen hierfür. Luda, das Dorf der Selkis. Die Bewohner des Dorfens strahlten eine anrüchige Atmosphäre aus und wir waren ernsthaft etwas eingeschüchtert. Anrüchige, nicht anrüchtige. Wenn ich an den schneidenden Wind, der uns im Luda-Hafen ins Gesicht wehte, denke, bekomme ich auch jetzt noch eine Gänsehaut. Zu allem Übel wurden wir auch noch beklaut. Ein zweites Mal möchte ich das Dorf nicht besuchen müssen. Von Lucia aus Mal, die selbst ein wandelndes Monsterlexikon nennt, stammen folgende Informationen. Die Puddinge tragen meist nur ordinäre Gegenstände mit sich. Nichts, das wirklich wertvoll wäre. Der Wasserpudding beispielsweise trägt oft nur Kletterspeise bei sich. Was man trotzdem oft genug braucht und nicht hat. Wir reisten zur Linari-Wüste. Vor unseren Augen erstreckte sich ein einziges Meer aus Sand. Da war ich mir auf einmal nicht mehr so sicher, ob es dort tatsächlich einen Schatz zu heben gab. Doch wir zwangen den Ameisenlöwen in die Knie und füllten unseren Kristallkelch mit dem Tau der Myrrhe. So weit weg von zu Hause tue ich mich schwer, mein Heimweh zu besiegen. An einem Ort namens Violu bezwangen wir den Golem und erhielten einen Tropfen des Myrrhetaus. Es war ein recht harmloser Kampf und wir hatten sogar Zeit, eine kleine Pause einzulegen und die Landschaft zu genießen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so wacker schlagen würden gegen die Monster? Ja, wenn man langsam mal voranschreitet. Ist immer dasselbe. Ich glaube, wenn man die Monster zum zweiten und dritten Mal besiegt oder so. Wieso kam nichts von meinem tollen Kelch? Der soll auch erwähnt werden. Das fünfte Jahr ist zu Ende. Ein Mann ohne Erinnerung. Ein Mann, der im unsichtbaren Licht hinterherjagte. Wie kann man den Weg in die Zukunft beschreiten, wenn man den Weg, den man gegangen ist, nicht mehr kennt? Vielleicht sind es die verlorenen Erinnerungen, die ihn quälen. Und weswegen er ein unsichtbares Licht jagt. Welche Alternative wäre ihm sonst noch geblieben? Natürlich ist hier die Rede vom Schwarzen Ritter. Und das alles werden wir später noch erfahren. Seine ganzen Hintergründe, wieso, was hier passiert ist, wer für sein Leid verantwortlich ist und wie seine Geschichte nun endgültig ausgeht.